Ja, schön, dass ihr alle so zahlreich gekommen seid. Ja, wie ihr schon lesen könnt, Tech-Filter, filtern, was das Zeug hält. Ich gehe kurz auf mich ein. Ja, mein Name ist Dimitri Engbert, bin 32, habe eine kleine Internetagentur in der Eifel und arbeite eigentlich schon ewig mit Joomla, wo es auch schon Mambo hieß. Ich will aber gar nicht so weit darauf eingehen. Ich denke, jeder kennt Mambo, jeder kennt Joomla, deswegen sind wir hier. Ja, ein bisschen privat noch. Ich esse gern, meditiere gern, gehe gern raus. Und ich denke einfach, ihr seid ja nicht für mich hier, ihr seid für Techfilter hier, deswegen geht es mal direkt weiter. Ja, Techfilter, letztendlich ist es einfach so, die Idee, wie kam es überhaupt letztendlich dazu? Wir hatten einen Kunden und dieser Kunde wollte halt gewisse Produkte, die er hat, verschiedene filtern lassen. Und uns hat sich dann die Frage gestellt, weil wir die Seite mit Joomla letztendlich gemacht haben, okay, ja, filtern, Joomla. Okay, du kannst natürlich mit gewissen Sachen in Joomla selbst arbeiten. Willst du das letztendlich als Kunde so aufbauen, dass es endlich so wie in einem Shop-System funktioniert? Oder wie stellst du dir das eigentlich vor? Und da haben wir natürlich lange dran rumgefeilscht und haben gesagt, okay, am liebsten eigentlich nicht extern irgendwas einkaufen oder überhaupt auch frei verwenden, am liebsten mit dem Joomla Core. Und dann ist uns aber eigentlich direkt aufgefallen, relativ zeitnah, mit dem Joomla Core kannst du das überhaupt gar nicht so verwirklichen, auf jeden Fall nicht mit viel Eigenprogrammierung. Und aus dem Grund haben wir dann einfach gesagt, okay, die Produkte, die wir letztendlich hier haben, die haben verschiedene Spezifikationen. Also das soll letztendlich die Spezifikationen der Produkte anzeigen und das ist einfach mit dem normalen Joomla Core nicht möglich. Und dann haben wir natürlich weitergedacht, beziehungsweise Möglichkeiten, Probleme. Filterung mit Joomla haben wir ja quasi gerade besprochen. Und andere Module, Komponenten habe ich mich schwer mitgetan oder tue ich mich in naher Zukunft immer schwerer, weil einmal Update-Sicherheit, was ist überhaupt mit dem Support und wie aufgebläht ist das System letztendlich eigentlich. Und da sind wir natürlich auf K2-Filter oder auf andere Komponenten gestoßen. Habe ich mir auch alle installiert und entweder war eigentlich nicht das, was ich will dabei oder es war zu aufgebläht für die ganze Situation. Und da haben wir gesagt, nee, das brauchen wir eigentlich nicht. Und eine Installation vom Shop-System ist zukunftsorientierend, wenn man es nachher verkaufen will. Aber mein Kunde hat mir halt gesagt, wir wollen nichts verkaufen. Und das kommt nicht in Zukunft. Und dann haben wir gesagt, okay, es bringt nichts, ein Shop-System nur für eine Filterung von Beiträgen oder von Kontakten letztendlich zu vermitteln. Und dann sind wir natürlich auf Programmieren selbst gestoßen. Ich selber oder unsere Firma hat dann letztendlich mit der Astrid zusammen, Astrid Günther, jeder, der eigentlich so ein bisschen in Joomla unterwegs ist, kennt die Astrid, die ist leider heute nicht hier, haben wir dann zusammen letztendlich diesen Tag-Filter entwickelt und haben dann gesagt, okay, welche wichtigen Voraussetzungen müssen denn letztendlich geknüpft sein? Erstmal grob im Rahmen für den Kunden, für mich, damit das ganze Projekt überhaupt richtig anläuft. Dann haben wir gesagt, okay, alles, was am wichtigsten von uns allen ist, ist Zeit und Geld. Unser Kunde hat natürlich gesagt, naja, ich habe jetzt auch nicht das Portemonnaie zu groß, aber ich möchte das gern haben. Guckt mal, wie ihr das realisieren könnt. Und da sind wir halt uns einig geworden und wir haben auch gesehen, okay, vom Zeitaspekt her, er hat jetzt ist von der Dringlichkeit zwar relativ hoch priorisiert, aber wir haben ihm einen klaren Rahmen vorgegeben und haben gesagt, okay, pass mal auf, das geht so nicht. Wir brauchen ein bisschen länger Zeit und aus dem Grund machen wir lieber ein bisschen länger das Einplanen und dann läuft das auch. Und hat er sich dann auch zu breitschlagen lassen, weil er es einfach schön haben wollte. Das Allerwichtigste ist, weil unser Kunde letztendlich auch im Backend unterwegs ist, ist es halt so, dass er natürlich auch das gerne ein bisschen bedienen möchte oder auch ein bisschen was verändern können möchte. Und dann muss natürlich eine schnelle und einfache Bedienung letztendlich Voraussetzung sein. Es ist aber auch für mich eine Voraussetzung, weil ich einfach sage, die Usability steigt heutzutage immer mehr. Man sieht es auch an den Endgeräten letztendlich. Wir werden immer mehr Anwender, anstatt dass wir selber uns was zurechtbasteln, weil es eigentlich für alles was gibt. Und aus dem Grund muss es halt auch trotzdem intuitiv bedienbar sein, damit die Leute auch noch Lust haben, daran schnell sich was zu erstellen. Und natürlich geeignet für mobile Endgeräte. Das war natürlich auch eine wichtige Voraussetzung. Und daraus hat sich letztendlich dann der Tag-Filter nachher entwickelt. Nee, das kommt noch nicht. Wir gehen nämlich jetzt. Falls schon einer Fragen hat, darf sie gerne stellen, aber die kommen noch nicht. Jetzt gehen wir mal direkt ins Live-System, weil ich einfach denke, darum seid ihr alle hier. Es ist momentan noch nicht online. Ich werde es natürlich nächste Woche online stellen. Wir haben da noch zwei, drei kleine Änderungen eingearbeitet und ich habe gedacht, bevor ich jetzt was Halbfertiges hochlade, bringt es auch nichts. Die Leute sollen ja Spaß damit haben. Jetzt ist es komplett fertig, so wie wir es erstmal uns vorstellen und dann gehen wir eigentlich jetzt einfach mal direkt darauf ein. Also so sieht das Ganze letztendlich aus. Okay.
Ja, er hat, wurde hier ein bisschen eben am Bildschirm rumgefummelt, damit es besser skaliert wird fürs Internet. Jetzt habt es. So, im Endeffekt, so sieht das Ganze jetzt erstmal von der Oberfläche aus. Ja, wir haben hier oben einmal den Titel von dem ganzen Filter. Wir haben hier ein Bild reingeladen, einen kleinen Text dazu. Dann haben wir letztendlich die einzelnen Filterkategorien, sage ich mal, oder Einzelfilter und natürlich dann die Spezifikationen, die letztendlich da zusammengekommen sind. Wir haben jetzt als Beispiel letztendlich einen PC gewählt, weil wir gesagt haben, okay, wir sind jetzt hier, sage ich mal, im technischen Bereich. Jeder hat zu Hause einen PC stehen und weiß, was er damit anzufangen hat. Und deswegen haben wir einfach das, sage ich mal, als Beispiel genommen. Jetzt ist hier letztendlich noch nichts Besonderes. Man kann letztendlich ganz normal, wie man es eigentlich auch bei Amazon kennt oder bei anderen Shop-Systemen, eigentlich alles sich auswählen. Man kann es zurechtklicken, wie man will und kann dann letztendlich hier unten Submit drücken und dann kommt entweder was oder nicht. In dem Fall kommt nichts. Ich habe jetzt nur drei Komponenten eingebaut, damit man aber auch einfach mal sieht, okay, man kann sich was auch in einem Shop-System als auch in dem System zusammenklicken und es kann kein Ergebnis erzielen. Da komme ich aber zum späteren Zeitpunkt gerade nochmal drauf zurück, weil wir fangen jetzt erstmal natürlich mit den Basics an. So sieht das Gerät letztendlich aus und wir loggen uns jetzt mal gerade ein. So. Installation, glaube ich, brauche ich keinem mehr zu zeigen, wie man bei Joomla eine Installation macht. Ich kann gerade noch vielleicht darauf eingehen, Manage, Install. Und da kann man letztendlich dann direkt das Paket per Drag and Drop reinschieben, aber weiter will ich da eigentlich gar nicht drauf eingehen. Ja, letztendlich, wenn es dann installiert ist, hat man hier eine vorgefertigte Komponente, die sich Tagfilter nennt. Und wenn man draufklickt, merkt man eigentlich gar nicht, dass man außerhalb von Joomla sich bewegt. Das war uns wichtig. Wir wollten Joomla nah programmieren. Wir wollten einfach, dass der User, wenn er es nachher frei nutzen kann, einfach gar nicht, wie sag ich mal, designtechnisch eine Umstellung kriegt, sondern sich eigentlich direkt ein Wohlgefühl eigentlich da ist, weil wir kennen alle Joomla, wir lieben alle Joomla und aus dem Grund wollten wir es also nah halten wie möglich und nicht uns eigentlich einfache, ich sag mal, ja, Kreativdesigns. Also wir können es kreativ, denke ich, in anderen Dingen auslassen. Ich finde einfach, dadurch findet man es sich besser wieder. Jetzt ist es einfach so, bevor man letztendlich die Komponente installiert und das Ganze hier anlegt, muss man sich auf jeden Fall einen Rahmen setzen und sagen, okay, was will ich wie filtern? Das muss man vorher tun, egal bei welchen Komponenten man das macht, weil letztendlich man braucht, wie in dem Vortrag vorher, man braucht vorher ein Konzept, weil sonst fängt man irgendwie mit Hölzchen und Stöckchen an. Das heißt, ich habe damals bei meinem Kunden es so gemacht, ich habe eine Excel-Tabelle mir angelegt und habe gesagt, okay, das sind die Produkte, das sind die Spezifikationen und habe da Punkte reingemacht und gesagt, wo sind die Überschneidungen, damit ich einfach mal eine Übersicht allein schon von der Produktvariante habe, weil ich die Produkte natürlich nicht so gut kenne wie mein Kunde und habe mir das dann natürlich angeschaut. Und darauf beruht auch die Basis, weil ich muss wissen, welches Produkt welche Spezifikation hat. Und wenn ich das vorher nicht weiß, kann ich nicht filtern. Und vorher kann ich diese Komponente, was heißt nicht verwenden, ist der falsche Ausdruck, aber ich kann keinen Filter zusammenstellen, wenn ich eigentlich in einem Beitrag oder wenn ich was filtern möchte, eigentlich nicht die Attribute dazu gegeben habe. Das geht einfach in dem Form nicht, weil das Thema ist halt einfach das, Tagfilter, wie es schon sagt, wir setzen auf Tags auf, da ist keine KI oder künstliche Intelligenz in dem Sinne dahinter, sondern wir machen es rein über Tagbildung. Das heißt, wenn du in einen Beitrag Tags reinschreibst, kann unsere Komponente anhand der Tags deine Sachen filtern, wie du es gerne hättest. Und da gehen wir jetzt näher drauf ein. Um letztendlich das Ganze anzulegen, den ersten Filter, haben wir hier letztendlich einmal die Form Categories. Das ist im Endeffekt wie eine Kategorie in Joomla, man es eigentlich selber kennt. Und legt die letztendlich hier an. Das ist quasi dann dein selbstständiger Filter. Du kannst zigtausend Filter letztendlich in deine Webseite jetzt einbauen. Das ist überhaupt kein Problem. Jetzt nennen wir den hier einfach mal Test. Und hier brauchst du letztendlich nichts großartig zu tun. Kannst es so anlegen, wenn du möchtest. Oh, da habe ich was reinkopiert. Ja. Warte. Ja, wo sind hier jetzt? Eine Sekunde. Ja, genau. Ich habe es bloß nur gerade gesucht. Reicht? Oder eins zurück? Ja? Okay. Letztendlich legen wir hier einfach Test an. Jetzt muss ich meine Maus wiederfinden. Safe. Und jetzt haben wir letztendlich erstmal dafür den Rahmen, sage ich mal, gesteckt, dass im Endeffekt jetzt gefiltert werden kann in der Kategorie. Jetzt gehen wir einfach hier hin und sagen hier Filter-Item. Hier seht ihr letztendlich, wie ihr das auf dem Frontend schon gesehen habt, CPU, Grafik, RAM, Software, Speicher. Wir legen aber jetzt einfach mal ein neues an
Und ich sage jetzt einfach mal, was braucht man, sage ich mal, neben dem Betriebssystem, was braucht man hier noch neben der Grafik, dem Speicher, der CPU oder dem RAM, könnte man jetzt, sage ich mal, WLAN nutzen. Ja? Ich schreibe jetzt einfach mal WLAN, dann hier rein, dann haben wir WLAN direkt dabei. Jetzt ist das Problem aber, und deswegen die Vorüberlegung, deswegen möchte ich das nochmal zeigen. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, einmal zu sagen, okay, ist das eine Checkbox oder ist das eine multiple Selektion? Ja, einmal zu sagen, okay, in dem Filter selber möchte ich möchte jetzt 128 GB Speicher haben. Wenn ich das angehakt habe, will ich auch keine andere Auswahl mehr treffen. Und bei Multiple kann ich halt sagen, 128 oder 256 kann ich direkt anwählen. Ich zeige es auch mal direkt im Frontend, damit man es einfach versteht. Hier haben wir letztendlich die Buttons. Wir können da jetzt nicht großartig zwei von wählen, sondern wir können eigentlich nur einen Prozessor wählen. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, alles anzuwählen. Ja, das ist eigentlich der maßgebliche Unterschied, der uns erstmal wichtig war bei einer Filterung, weil ich möchte in dem Filter auch sagen können, ich möchte alles davon wählen im Einzelfilter oder nur eins. Jetzt in dem Fall bei WLAN können wir einfach sagen, okay, wir machen jetzt erstmal nur, soll WLAN haben oder nicht, als Beispiel. Und jetzt ist es halt so, dass wir hier eigentlich die kompletten Tags angezeigt haben, wie in Joomla. Jetzt suchen wir im Endeffekt die Tags raus, die wir für den Filter hinterlegt haben. Ich gehe jetzt mal springgerade noch einmal. Siehst du, man darf eigentlich auch nicht, man muss eins auswählen jetzt in dem Fall. Ich tue jetzt mal gerade Tag-Filter rein, damit wir es abspeichern. Damit man einfach mal eine Verbindung kriegt, gehe ich jetzt einfach mal in einen Beitrag rein. Und jetzt sieht man hier einmal ganz normal, wie man es kennt, die ganzen Spezifikationen reingeschrieben, ich habe ein Image hinterlegt und jetzt kommt eigentlich das Entscheidende. Hier habe ich die Tags hinterlegt, die ich einfach angelegt habe für den Filter und habe dann letztendlich die Tags einfach da reingeladen und habe gesagt, okay, dann filter mir bitte meine Beiträge über die Tags. Jetzt könnte man erstmal wieder speichern und dann gehen wir wieder zurück in die Komponente. Jetzt haben wir das Problem, hier haben wir die WLAN angelegt, aber wir haben im Endeffekt gar nichts definiert für WLAN. Jetzt müssen wir natürlich einfach einen Tag anlegen. Das ist nämlich das Einfachste, was du machen kannst. Kannst du letztendlich direkt hier machen, kannst du natürlich auch einfach im Beitrag direkt selber, das ist ja das Schöne in Joomla, du kannst im Endeffekt schon deine Architektur auch über den Beitrag direkt. Also bist du da flexibel gehandhabt, ist überhaupt kein Problem. Jetzt gehen wir einfach hier hin. Ich habe mir hier so eine kleine Struktur angelegt, einfach nur für mich, weil es ordentlicher ist und habe gesagt, okay, was ist das denn überhaupt? Das ist eine Hardware-Spezifikation. Dann habe ich das alles untergliedert, damit ich es nachher auch nochmal für mich ein bisschen besser wiederfinde, wenn ich natürlich es noch viel, viel größer aufbauschen will, damit man ein bisschen Übersicht hat natürlich auch. Und jetzt gehe ich im Endeffekt einfach hin und lege mir hier einen neuen Tag an, nenne den WLAN, hole natürlich den dann zu einer Kategorie rein, zur Hardware-Spezifikation. Muss man nicht, ist also nicht zwingend erforderlich. Also das ist für die Komponente, die ist das nicht maßgeblich. Die lädt nachher vom Beitrag die Tags, guckt sich die an, okay, welche Spezifikation hat die und gibt es nachher beim Ergebnis aus. So, und jetzt haben wir letztendlich WLAN, wir haben die Kategorie zugeordnet. Der schöne neue Button, den es ja ein bisschen länger schon gibt, Save a New, erleichtert das Leben natürlich ungemein in Joomla. Und jetzt sage ich einfach, damit es einfach mal verständlich ist, ja. Jetzt geben wir hier ein WLAN rein. Zack, save a new, nein, und jetzt hat man eigentlich schon den Grundbaustein für den ersten Filterbaustein eigentlich gelegt, weil man jetzt sagen kann, okay, die möchte ich jetzt dazu haben. Ich sag mal, selbst wenn man was nachher bei der Erstkalkulation oder bei dem Erstprojekt dann vergessen hat, dann gesagt, Mist, ich muss jetzt noch was dazu machen. Letztendlich ist es, du musst Tags hinterlegen oder sagen, okay, welche Spezifikation kommt letztendlich dazu, welche Tags brauche ich dafür und bind das dann letztendlich ein. Und es geht in Sekundenschnelle, was Sekunden ist jetzt übertrieben, Minutenschnelle. Und jetzt haben wir letztendlich hier den Tag-Filter und sage, okay, ich habe jetzt hier WLAN angelegt und dann kann ich eigentlich den hier auch rauslöschen und sagt dann einfach WLAN, sage ich ja und WLAN nein. Muss natürlich hier, weil das ist, da werden wir vielleicht noch ein bisschen an der Namensgebung ein bisschen was ändern, weil Kategorie ist es im Endeffekt für mich ein Filter in dem Moment und die Filterkategorie ist ein bisschen, glaube ich, ein bisschen unverständlich, aber es geht hier um den Filter, der zugeordnet werden soll. Und ich hatte hier Hardware-Filter angelegt.
Test auch, nur mal damit ihr es seht. Und habe jetzt im Endeffekt das ganze Ding, ohne dass ich jetzt irgendwas gemacht habe, großartig, außer das dazugefügt, WLAN reingeschrieben, drücke ich Speichern. Das ist letztendlich online. Und wenn ich jetzt hier auf meine Demo-Seite gehe, ja, kommt hier unten WLAN. Und jetzt habe ich das ganze Ding eigentlich schon da. Es ist natürlich, ich weiß nicht, ob Programmierer nachher über mich schimpfen werden, ja, wie nutzt du denn Tags? Also das ist ja, aber ich bin selber jetzt kein Riesenprogrammierer, aber ich mag User Interfaces, ich liebe total User Design, damit auch Usability einfach in diese Programme reinkommt, weil nichts ist ein größerer Tod bei einem Programm, als wenn es nicht userfreundlich ist. Du wirst immer, ich sag mal, Spezies oder Techies haben, die sagen, boah, ist super, aber das Problem ist einfach die breite Masse, die heutzutage Webseiten programmiert oder, sag ich mal, für Vereine freiwillig was macht oder für die Ortsgemeinde, für die Feuerwehren. Die haben keine Zeit, alles sich beizubringen, können natürlich immer gerne den Joomla Day besuchen. Es gibt tolle Vorträge auch zur Programmierung, aber es geht ja eigentlich darum, dass du schnell an dein Ziel kommst und das am besten so kostengünstig, wie es geht. Und aus dem Grund heißt es, haben wir halt dann uns das so überlegt überhaupt. Jetzt haben wir natürlich, eben habe ich schon ausgewählt und habe nichts gefunden letztendlich zu dem Filter. Jetzt haben wir hier noch ein paar Optionen, die, sage ich mal, das Ding eigentlich richtig sexy machen. Einmal benutzen wir auch die Versionen an sich. Dann haben wir hier, das ist ganz wichtig, können wir einmal bestimmen, okay, wie soll das Element, eigentlich die Überschrift nachher bei dem Tag-Filter aussehen, hier oben, ja, welche Größe, welches HTML-Element der Überschrift soll es sein. Du kannst im Endeffekt eine kleine Background-Color schon geben, du kannst eine Border anzeigen lassen, obwohl das eventuell mal rausfliegt. Dann kannst du für die einzelnen Pfeile, standardisiert sind so die schwarzen Pfeile hinterlegt, kannst du selber die Pfeile noch bestimmen, damit du einfach an dein Corporate Design es ein bisschen anpassen kannst, damit es halt einfach nicht so, sag ich mal, nur schwarz ist, sondern wenn du jetzt eine Firma hast, die Rasen mäht, die hat ein grünes Logo oder grün hinterbaust. Dann kannst du einmal noch ein bisschen selektieren. Du kannst sagen, okay, pass auf, ich möchte Beiträge, die alle Filterkriterien, alle Texte, die ich da hinzugefügt habe, ich möchte, dass die alle mit gesucht werden, gefiltert werden. Das bedeutet, wenn eins nicht dabei ist, was gesucht wird, wird das rausgeschmissen in der Form. Ja? Und hier ist es so, any bedeutet also egal, wie oft du letztendlich oder was du da anklickst, sobald ein Tag dabei ist, wird das mit angezeigt. Ja? Das ist das Wichtige, was wir gesagt haben, okay, wir möchten einmal eine Selektion so haben oder so. In der Regel benutze ich immer All, weil ich ja wirklich filtern möchte. Ich möchte, wenn ich jetzt alles anklicke, muss das Produkt nachher rauskommen. Jetzt kannst du natürlich noch diese Kleinigkeiten machen, wie den Titel oder die Description, letztendlich einfach ausblenden. Und jetzt kommt eigentlich das Clevere, was ich mir mit der Astrid dann überlegt habe. Weil im Shop-System kenne ich es nur so, ich kann Filter angeben, drücke auf Suchen und dann kommt ein Negativergebnis. Ich habe nichts gefunden, wie ich es eben bei mir auch präsentiert habe. Ich habe alle Möglichkeiten, kann alles einstellen. Jetzt in dem Fall ist es hier relativ ja, überschaubar. Ne? Also man hat jetzt hier keinen riesen Invest getan, um was zu filtern. Aber es ist doch schade, dass eigentlich am Ende der ganzen Sache kein Ergebnis rauskommt. Du bist enttäuscht. Du sagst, ja, Moment mal, ich kann hier alles auswählen, ich kann die Grafik auswählen, ich kann hier Mitbetrieb, warum kommt denn da kein Ergebnis? Warum hat der denn nicht so einen PC? Warum bietet der das denn so an? Und aus dem Grund haben wir gesagt, wir möchten nicht so arbeiten, wir möchten, dass der Ergebnis mehr Qualität beim Suchen auch hat und eigentlich nicht negativ enttäuscht ist und haben hier Disable Form Fields gemacht. Das bedeutet, wenn ich das jetzt hier auf Ja stelle, erstellt er sich quasi eine Datei, jQuery, und merkt sich schon, okay, die Beiträge, die haben die Tags, das speichere ich mir und dadurch kommt jetzt quasi wie eine kleine künstliche Intelligenz zustande. Ich lade jetzt nochmal die Seite neu. Zack. Machen wir einfach F5, geht auch schneller, denke ich. So. So, und jetzt habe ich letztendlich, so, jetzt habe ich das ausgewählt und man sieht, ich kann nur noch dahin klicken, eigentlich, wo es ist. Ja? Das ist die Intelligenz, die ich gesagt habe nachher, die macht mir Spaß, weil ich habe einfach dadurch als User, merke ich einfach, wo meine Probleme aufhören. Ja? So, okay, ich hätte jetzt zwar gern, wie heißt es, da sind wir noch, ich hätte jetzt gern hier den i5er und kann nur 8 GB, dann weiß ich aber auch, dass nur noch diese Sachen verfügbar sind. Theoretisch kann ich jetzt schon den Filter so durchgucken, und dann wird er mir letztendlich angezeigt. Ich kriege kein negatives Suchergebnis. Ja. Der Nachteil, was heißt Nachteil?
wenn man neue Tags hinzufügt oder wenn man, ich sag mal, neue Funktionen, muss man einmal in die Optionen reingehen und muss einfach sagen, okay, pass auf, in den Optionen mache ich das jetzt einmal aus, speichere das, rufe die Seite neu auf, enable das. Da finden wir auch noch eine Lösung, denke ich. Aber wir sind schon so froh mit meinem Kunden. Unser Kunde war einfach, sage ich mal, mega, mega happy darüber, dass er letztendlich so toll hinbekommen hat. Und aus dem Grund, das ist so ein bisschen schon sehr sexy. Jetzt haben wir hier, können wir noch natürlich hier noch drauf eingehen. Hier sind Table Headings, die sowieso angezeigt werden oder nicht. Das bedeutet einfach nur, wenn ich die hier ausstelle, man sieht ja auch schon Form, Fit, Layout. Wenn ich jetzt hier auf Speichern gehe, wird mir im Endeffekt alles ausgeblendet. Ja? Also man braucht keine Überschrift unbedingt. Das war mir halt auch wichtig, dass man da ein bisschen flexibel ist, weil jeder hat es ja gern anders. Jeder hat gern ein Bild drüber oder kein Bild drüber. Der eine hat gern, dass alles eingeblendet wird oder nicht eingeblendet wird. Man möchte vielleicht, in der Regel ist ein H3-Tag natürlich an der Stelle immer intelligent, H2 oder H1 wäre ein bisschen schlecht, aber wir haben diese Möglichkeit letztendlich gelassen, beziehungsweise wir haben es, glaube ich, sogar schon ausgeblendet, genau. Wir haben noch ein bisschen am Wochenende rumgefummelt und ist schon raus, weil es letztendlich ja überhaupt keinen Sinn macht, H1 und H2 da einzusetzen. Man hat auch da die Möglichkeit, letztendlich die Bilder zu hinterlegen, was auch noch ganz gut ist. Ich gucke nochmal gerade. Man hat natürlich auch, wie man es will, man kann natürlich wie von Juna auch ein Layout letztendlich hinterlegen, damit es auch auf jeden Fall so bleibt. Genau. Jetzt haben wir noch vorne hier die Result List. Jetzt kann man letztendlich bei der Result List, haben wir einfach nur eine Pegnition, ob wir sagen, okay, wenn du jetzt 100 Beiträge hast, dann hast du halt das Problem, willst du ja nicht alle auf einer Seite haben. Der soll ja nicht alle direkt laden, deswegen kannst du es halt so ein bisschen einstellen oder anzeigen lassen. Und das war letztendlich, sage ich jetzt mal, so ein bisschen das Backend oder die Einstellung, die du jetzt momentan bei dem Tag Finder machen kannst. Ich gehe jetzt nochmal hier gerade in die einzelne Filterkomponente rein. Hier sieht man auch nochmal hier unten, ob es angezeigt werden soll oder nicht. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier sage, nee, ich möchte das nicht angezeigt haben, blendet der mir quasi die einzelnen Elemente aus. Und dadurch habe ich den Vorteil, dass erstmal ein bisschen Platz sparen da auf der Seite ist, wenn du natürlich jetzt 30 Filter dahinter legst, weil du Maschinenbauunternehmen bist und du sagst, pass auf, ich möchte, dass die Techniker, die von meinen Kunden auf unsere Webseite kommen, die sollen das schon sehr, sehr genau filtern können, damit sie einfach direkt jederzeit auf die Produkte zugreifen können und wissen, dass diese Spezifikationen hinterlegt sind. Und das halt alles ohne ein Shop-System, irgendeine künstliche Intelligenz, eigentlich rein mit Joomla, mit Tags, weil die Tags einfach vorhanden sind. Und das ist halt einfach, wir versuchen das zu nutzen, was da ist und das eigentlich zu erweitern. So, und hier bei der CPU kann man dann halt auch überlegen, okay, sieht ja ganz nett aus, könnte man noch ein Bild hinlegen, man könnte dann zum Beispiel eine CPU einblenden, man könnte sagen, dass das links floatet, rechts floatet, damit man einfach ein bisschen eine Einstellung hat. Oder Buttons, so kleine Icons macht man ja gerne für Datenbanken und dann kann man die letztendlich einfach so daneben legen oder darüber legen. Das ist eigentlich auch eine ganz schöne Sache. Ich kann ja auch einfach mal aus Spaß jetzt mal gucken, ob wir irgendwas haben. Ich hole jetzt einfach mal hier Joomla. Wird aber nicht kommen, weil es natürlich ausgeblendet ist, die Überschrift. Das hängt mit der Überschrift zusammen. Das heißt, man muss jetzt im Tag-Filter hingehen und letztendlich nochmal die Überschrift einstellen. In der Regel macht es ja auch am meisten Sinn, die Überschrift zu lassen, damit der User sich nachher natürlich zurechtfindet zu den einzelnen Filterkomponenten. Aus dem Grund würde ich die sowieso immer anlassen. Ich wollte es einfach nur mal verdeutlichen, dass es möglich ist. Und jetzt sieht man letztendlich bei der CPU, ja, Vorführeffekt, ne? Ist ja immer so. Aber ich habe, glaube ich, einfach nur auf Nein gelassen. So. Genau. So, ich hole mal Nan. Da müsste doch eigentlich laufen. So. Ja. Man kann es einfach ein bisschen userfreundlicher gestalten, weil die Leute, das Auge isst mit, sage ich jetzt mal. Und aus dem Grund ist es halt dann nicht schlecht, wenn man so Sachen einführen kann. Das ist ja dann eigentlich nicht verkehrt. So. Ich hole das jetzt mal hier wieder raus. Natürlich auch wieder ein bisschen daran gedacht, ne, für die SEO-Optimierung. Ein Alt-Tag sollte ja dann hinterlegt werden, obwohl es ja mittlerweile auch ein paar Tools gibt, die das automatisiert für dich tun, aber da kommen wir heute nicht zu. Genau. Und wir haben auch Count-Clicks einprogrammiert. Das heißt,
wie oft der Filter dann nachher wirklich verwendet wird. Das wird auch quasi noch scharf geschossen, aber das haben wir schon mal mit eingebaut, weil es ja nachher für den User, für den Kunden, für mich interessant ist, wie oft wird der Filter genutzt und welche Spezifikation ist denn da wirklich interessant. Und aus dem Grund haben wir natürlich auch so ein bisschen da eine Statistik mit eingeführt, weil damit kannst du deinen Kunden nachher füttern und sagen, okay, pass mal auf, so interessant ist das eigentlich auch für die User wirklich. Und das habe dann gesagt, das brauchen wir auf jeden Fall. Jetzt ist das Wichtige natürlich, jetzt habe ich euch im Endeffekt alles so ein bisschen drumherum erklärt, wie sich das Ganze aufbaut, aber letztendlich wird der Tag-Filter nur dann angezeigt, wenn ich letztendlich auch einen Menüpunkt habe. Auf den Menüpunkt möchte ich natürlich auch eingehen, damit ihr das Ganze auch natürlich nochmal seht. So. Hier habt ihr letztendlich einmal den Menütyp, meinen Tag-Filter, ist klar, kennt jeder, wenn man eine Komponente installiert, die das möglich macht. Und hier haben wir es halt dann quasi, hier kannst du deinen Filter auswählen, den du dir selber eigentlich angelegt hast, wie man es eigentlich auch beim Kategorieblock kennt. Und hier ist halt das Schöne, wir können auch noch Content-Type, also wir können hier auch News, User, also letztendlich treiben wir da alle Schindluder, die irgendwie abrufbar sind, filtermäßig zum Beispiel. Was auch noch ganz witzig ist, das hatte eine Bekannte zu mir gesagt, auch das ist ja ganz interessant, wir haben ein relativ großes Büro, wo wir wirklich viele Mitarbeiter haben, weltweit. Und das wäre ja eigentlich ganz cool, wenn dann so drei Filter oben erscheinen, hier einmal Länder, dann vielleicht auch noch Vertrieb, also die einzelnen Bereiche. Und damit kann man natürlich auch für größere Consulting-Firmen oder so, die halt wirklich auch damit Geld verdienen, dass sie irgendwie User letztendlich präsentieren, kann man natürlich auch da sehr schön filtern. Ja? Und das auf einfachste Weise, ohne dass man großartig Programmierkenntnisse haben muss, ohne dass man sich eine Anleitung durchlesen muss, die 5 Stunden lang ist. Oder ich sag mal, ja, man kommt meistens immer an den Punkt, also so ist es bei mir, ich komme oftmals an den Punkt bei einer Komponente, bei einem Modul, wo ich kurz überlege und denke, jetzt hast du das Ding installiert, jetzt hängst du hier 2 Stunden dran und es kann eigentlich immer noch nicht das, was ich eigentlich gerne hätte. Scheiße. Entschuldigung, das ist, wird jetzt aufgezeichnet, aber muss man einfach mal sagen. Und dann denke ich natürlich, okay, gibt es denn was anderes auf meinem? Man ist ständig auf der Suche, irgendwie was zu finden und man findet aber nicht das, was man will. Und dann findet natürlich eine Eigenprogrammierung statt und dann wird immer sein Eigeninteresse natürlich nach vorne gehoben. Und mein Kunde war natürlich der das Hauptziel, ihn zu befriedigen. Aber wir haben natürlich versucht zu sagen, okay, wenn wir jetzt uns sowieso schon dran trauen oder es machen, eine Komponente zu schreiben, dann sollte sie wenigstens so sein, dass sie vielleicht auch für andere anwendbar ist. Ja, das, weil alles andere macht keinen Sinn. Diese typenspezifische Programmierung macht dann Sinn, wenn es wirklich ganz gemacht ins Detail geht, aber das hat mir bei Joomla immer so ein bisschen gefehlt, filtern, dass man es irgendwie ein bisschen kann und es sieht nicht aus wie Joomla dann meistens und das war dann irgendwie, haben wir gesagt, nee. Und deswegen haben wir auch diese Content-Types mit reingebracht, weil wir gesagt haben, das macht Sinn, da können wir wirklich dann alles mit abdecken. Und jetzt natürlich so kleine Spielchen wie Display-Limit, wie viel angezeigt werden sollen, wie viel bei der Result-Liste, wie viele Reihen braucht man eigentlich wirklich, wie viele Formfelder sollen nebeneinander angezeigt werden. Also da haben wir eigentlich immer bis 6, bis hier bis 4 bei dem Result-Ergebnis, weil irgendwann wird es ja auch zu klein, es sieht einfach blöd aus, brauchst du nicht. Und das haben wir genauso auch im Formfeld gemacht, da haben wir ein paar mehr gemacht. Ich kann es nicht empfehlen, jetzt 6 unbedingt immer zu verwenden. Auf großen Screen-Designs ist es zwar cool, aber irgendwann quetscht sich. Und du merkst auch immer bei der Schrift teilweise, ne, wenn du jetzt Betriebssystem zum Beispiel verwendest. Deswegen war ich, sage ich mal, so schlau und habe dann hier Software verwendet, weil Betriebssystem natürlich irgendwann viel zu lang ist. Und da muss man sich halt einfach überlegen, okay, was ist auch eine sinnige Bezeichnung von so einer Sache. Ja. Language war natürlich super wichtig, weil wir gesagt haben, okay, was bringt uns letztendlich nachher eine Filterkomponente oder überhaupt ein Filtersystem, wenn es nachher nicht Mehrsprachigkeit kann. Also läuft es genauso wie in Joomla ab. Du gehst letztendlich auch in den Content-Typ rein und kannst es einfach auch in der Sprache auswählen. Das kann ich aber jetzt gleich nochmal gerade zeigen. Ja, und die ganz normalen Sachen, ne? Target-Window, Template-Style, den man auswählen kann. Jetzt hat man hier nochmal so ein paar Einstellungsmöglichkeiten von der Formkategorie. Möchte ich, dass der Titel angezeigt wird? Möchte ich, dass die Description angezeigt wird? Ich kann jetzt mal hier als Beispiel bringen. Wir machen jetzt einfach mal das Image aus. So. Und schon eben das eingeblendete Bild ist weg, was eben da war, ja. Damit man einfach ein bisschen Spielraum auch hat.
Ich wollte aber, oder wir wollten nachher nicht zu viel reinbauen, weil das ist ja dann, man ist dran, man ist so motiviert und sagt, boah, das läuft ja jetzt alles super, aber wir müssen auch irgendwo einen Halt machen, weil die wichtige Voraussetzung, die ich eben gezeigt habe, ne, Zeit. Wenn es nachher wieder so aufgebauscht wird, dass du nachher eigentlich gar keine Chance hast, wieder da durchzublicken, weil ich habe gerne einen Überblick von der Komponente. Und es sind mittlerweile so viele Komponenten am Markt, die relativ groß sind. Und ja, da macht man sich halt Gedanken, okay, ich war genau auf dem gleichen Weg wie manche andere Komponentenentwickler. Und dann habe ich aber Gott sei Dank abends, ich hatte ein Bier getrunken dabei, und dann ist mir der Deckel runtergeflogen und dann habe ich mir den Kopf gestoßen, weil ich den Deckel aufheben wollte. Und dann war ich natürlich total sauer, so ein Quatsch, und guck dann so da drauf. Und dann habe ich in dem Moment aus diesem Ärgernis, habe ich da drauf geguckt und habe gesagt, nee, du hörst jetzt auch auf, das ist genug. Und damit kann man all das schon realisieren, ermöglichen in Joomla, was bis jetzt in einer gewissen Form gefehlt hat. Und es sieht aus wie Joomla. Und Verbesserungen optimieren muss man ewig und immer. Das steht bei jeder Komponente, bei jedem Template, bei jeder Webseite, egal wo aus. Also das muss man. Aber es hat halt einfach Spaß gemacht, dann festzustellen, okay, ich war jetzt auch auf dem Schritt und jetzt hören wir auf. Und daraus hat sich das halt alles so ein bisschen ergeben. Ich mache jetzt mal hier wieder das Bild an. Hier kann man dann natürlich genauso die gleichen, die Table Headings, die Link Descriptions, Display of the Firm Field Label, kann man auch letztendlich, man kann bei dem Tag sogar auch ein Bild hinterlegen und dann wird neben dem Tag auch das Bild angezeigt. Du kannst es auch hier drüber steuern, ob es wirklich mit Bild angezeigt wird, nur Bild angezeigt wird oder alles zusammen. Wie man es eigentlich bei einem Menüeintrag kennt bei Joomla. Entweder sagen, okay, ich möchte nur, dass das die Schrift da sitzt oder ich möchte beides oder ich möchte nur den Button. Ja. So, die Result List, da haben wir auch wieder ganz normal mit der Pagination zu tun. Mehr ist es letztendlich nicht. Und wie man es natürlich aus Joomla auch kennt, den Link Type, Page Display und Metadata. Das ist letztendlich eigentlich das, was man so wissen muss. Ich gehe jetzt nochmal gerade in den Tag Filter selber rein. Falsche Seite. Zack. So. Und hier wollte ich nochmal drauf eingehen. Genau, auf die Sprache hier. Hier sieht man es ja ganz normal, ne? Nur damit ihr es nochmal seht, das ist einfach letztendlich da angelegt. Und aus dem Grund haben wir das halt alles so programmiert. Aufgrund des Kunden haben wir es programmiert, aufgrund der Leidenschaft zu Joomla haben wir es programmiert. Und wir haben es natürlich aus dem Grund gemacht, weil es auch eine Herausforderung wieder mal war. Und das hat echt viel Spaß gemacht, mal in so einer Entwicklung dabei zu sein. Und ich bitte es zu entschuldigen, dass es noch nirgendwo findbar ist. Wir sind, wie gesagt, diese Woche noch mit ein paar Sachen da weitergekommen und deswegen wird es das spätestens nächste Woche zum Download geben. Wer will oder wer da wirklich brennend dran interessiert, ich kann mir auch gerade die E-Mail-Adresse aufschreiben, ich kann dann auch letztendlich einem gerade das dann zumailen, wenn ihr wollt. Oder wer wirklich ganz heiß dran interessiert ist, ich kann ihm auch das Beta heute Abend zusenden, ist überhaupt kein Problem. Klappt genauso wie da. Wenn ihr das so möchtet. Wie bitte? Nee, es ist noch nicht auf GitHub. Da ich nicht so der wirkliche Hardcore-Programmierer bin, bin ich von GitHub noch ferngeblieben. Aber ich werde es, denke ich, auch da zur Verfügung stellen, damit andere mitschreiben, entwickeln können. Weil das ist nachher natürlich das Ziel, dass eventuell die Leute, die es auch nutzen, mit weiterentwickeln und sagen, ach, hier ist eine coole Idee. Und das wird jetzt die nächsten 2 Wochen auf jeden Fall überall rausgeschossen, damit ihr auch Spaß daran habt, weil darum ging es mir nachher. Wir haben die Komponente finanziert bekommen, im Endeffekt von unserem Kunden. Und jetzt könnte man sagen, oder ich habe mir wirklich lange Gedanken darüber gemacht, sollst es nicht verkaufen. Ja, so ein 10er oder so, kannst du ja machen. Aber dann habe ich einfach gedacht, nee, ich mache das jetzt so viele Jahre mit Joomla und ich möchte da auch irgendwo was zurückgeben an die Community. Und dann habe ich gedacht, okay, A, habe ich sie sowieso finanziert bekommen, B, ich glaube, da freut sich jeder drüber, wenn er einfach was Kostenloses bekommt, was er vielleicht schon jahrelang gesucht hat. Ich hatte eben sitzt doch bestimmt hier. Ne, er sitzt nicht hier, hat aber, naja, genau, er muss noch einen anderen Vortrag gucken. Er hat nämlich auch gesagt, boah, musst du mir auf jeden Fall nachher nochmal deine Kontaktinfos geben. Ich suche auch seit Jahren was Kleines, was irgendwie meine Sachen letztendlich filtert, aber alles andere ist mir irgendwie zu kompliziert. Er hat mir auch jetzt eine neue Komponente genannt, die mit den Fields arbeitet, Custom Fields arbeitet. Die habe ich mir jetzt leider noch nicht angucken können. Wird bestimmt auch ein spannendes Projekt, beziehungsweise vielleicht ist sie
auch noch weiterentwickelt. Das kann natürlich sein, aber hier hast du es halt auf dem einfachsten Weg, einfach über Tags. Und wenn du das Ding rausknallst, passiert gar nichts, weil die Tags letztendlich in Joomla sind und du hast keine Probleme damit. So, jetzt muss ich meine Maus mal finden hier auf dem Bildschirm. Ah, da kommt sie. So, wir sind zeittechnisch ganz gut drin, ne? Jetzt kommt die Fragerunde, genau. Das ist ja super, darum geht's. Genau. Erstmal nochmal danke an der Stelle erstmal fürs Zuhören, fürs Dasein, für das Interesse. Danke auch nochmal an Joomla, dass die das hier jedes Jahr immer so toll auf den Joomla Day vorbereiten. Das ist wirklich toll, dass sie das machen und mit was für einer Leidenschaft. Und ich finde es schön, dass wir alle so als Community letztendlich hier sind. Ja, das dazu. Und jetzt werden noch Fragen. Genau. Bitte. Ist noch nicht online, aber kommt. Ja. So, also ich hätte schon ein paar Fragen. Ja, klar. Einen, gibt es die Möglichkeit, mehrere dieser Filterkategorien zur Filterung auf der Seite anzuzeigen, um die Beiträge danach zu filtern? Ja. Du meinst jetzt, du willst mehrere Filter haben? Ja, du hattest ja die Hardware-Filter und dann hast du ja die Kategorie Test noch angelegt. Da könnten ja weitere Filter rein und eigentlich würde ich gerne sowohl Test als auch Hardware aktivieren, damit ich im Prinzip die Beiträge nach beiden Gruppen filtern lassen kann. Also das ist dein einzelner Filter. Und wenn du jetzt einen Menüpunkt anlegst, kannst du ja im Endeffekt nur Hardware-Filter aussuchen. Ich dachte eben beides. Nee. Kannst du nicht. Das ist im Endeffekt auch nur, ich sage jetzt einfach mal, der Überstülp dafür, ja, dass nachher hier die Filter-Items eigentlich, darum geht es dir, glaube ich, nachher in einem Rahmen sind, ja, dass du quasi da drin kannst du letztendlich in dem Rahmen von Hardware-Spezifikation kannst du ja jetzt alles anlegen letztendlich, wie du möchtest und die Tags hinterlegen. Ich frage mich dann, wofür ist für die Kategorie dann dieses Icon im Prinzip nötig zum Auf- und Zuklappen, wenn ich doch dann eigentlich gar keine zusätzlichen... Ach so, das... Das wollte damals unser Kunde so haben, damit es einfach ein bisschen, ich sag mal, übersichtlicher ist. Da sind wir aber auch noch ein bisschen am Rumfeilschen, weil letztendlich der Button hier oben natürlich relativ, ich sag mal, nicht so gut schaubar ist. Und deswegen lassen wir es meistens aufgeklappt. Aber du hast halt bei, zum Beispiel, wenn du auf Mobile Devices unterwegs bist oder so, hast du halt den Pfeil direkt darunter. Das bedeutet, du hast einfach die Möglichkeit, ohne das Aufklappen ein bisschen, sage ich mal, Optimierung, also Zeit zu sparen und Ladezeiten. Und aus dem Grund ist es eigentlich eher für die mobile Anwendung, sage ich mal, gedacht, damit das eingeblendet wird. Die Filtertags, die nicht verwendet werden, du hast ja gezeigt, dass man die ja im Prinzip deaktivieren kann, dass sie also nicht auswählbar sind, aber sie werden trotzdem angezeigt. Ja, richtig. Kann man die auch komplett ausblenden? Nein. Gibt es die Möglichkeit, dann Schalter einzubauen, damit das einfach... Ja, klar. Eine Möglichkeit auf jeden Fall. Ich persönlich müsste sagen, also ich finde es nicht schön, wenn jemand kommt und sieht, das könnte noch möglich sein, aber das habe ich nicht. Ja. Sondern lieber nur das, was ich habe im Prinzip. Klar, programmiertechnisch ist das alles möglich. Nehme ich mir auf jeden Fall mal mit als auf die Notiz, dass die komplett einfach direkt ausgeblendet werden. Überhaupt kein Thema. Ist eine Anregung auf jeden Fall. Eine andere Anregung hätte ich, und zwar, wenn ich die Seite aufrufe, das erste Mal habe ich ja gar keine Inhalte, gar keine Beiträge. Gibt es da die Möglichkeit zu sagen, hier aus den Beiträgen möchte ich eine bestimmte Auswahl direkt schon als allererstes anzeigen, bevor ich die Filter konfiguriere? Also jetzt meinst du unten in der Result, also quasi du hast noch keinen Result in dem Sinne, sondern du hast jetzt einfach wie, sage ich mal, beliebte Beiträge. So was in der Art. Ja, kannst du ja als Modul dann dazu bauen, einfach drunter setzen oder drüber. Ja, das ist ja ein Problem, weil dann habe ich ja das Modul immer an und ich möchte es ja nur als Initiationsseite im Prinzip, bis ich Filter ausgewählt habe. Ja, aber es wird ja letztendlich, ja, gebe ich dir recht, kann eingebaut werden, aber es ist ja letztendlich mit Joomla möglich. Du könntest ja jetzt ein Modul oben oder drüber machen und sagen, dieses Modul wird jetzt angezeigt oder nicht. Wenn es natürlich drüber setzt, gebe ich dir recht, wird immer angezeigt. Aber wenn du sagst, okay, weil noch kein Result da ist, sollen die erstmal angezeigt werden. Wo willst du denn, dass die angezeigt werden? Unten drunter oder oben drüber? Im Prinzip unten drunter. Weil ja, dann kannst du ja ein Modul anlegen, weil es so ja keinen interessiert. Das läuft ja auch, wenn ich die Filter gewählt habe. Ja, ist richtig. Und dann habe ich es ja trotzdem ja immer noch. Und da sollen sie aber nicht mehr sein, sondern nur als Startzeit im Prinzip, wenn ich noch keine Filter gewählt habe. Weil dann soll ja die Filter auswählen. Ja, letztendlich könnte man es so reinprogrammieren, dass man sagt, pass auf, zeig als erstes Result bitte die beliebtesten Beiträge aus der Kategorie zum Beispiel an. Ja, ich dachte mehr so an den Schalter, wo ich sage, hier diese Auswahl, diese Beiträge.
kannst du wirklich aktiv über den View machen. So ähnlich wie die Hauptbeiträge im Prinzip, dass ich einfach nur sage, das ist ein Hauptbeitrag und wenn ich dieses Ding aufrufe. Also quasi Shop-System gedacht. Das wäre natürlich auch total clever gedacht. Super, danke. An der Stelle. Nee. Also ich sag mal so, 10 Köche, 11 Meinungen. Die Sache ist halt die, definitiv. Du redest nämlich jetzt eigentlich für mich hört sich das so an, dass das so quasi wie bei einem Shop wie Favoriten sind, ja, Bestsellers, wie bei Amazon, dass es so quasi so ein bisschen eingeblinkt wird. Du musst ja auch irgendwo deklarieren, du musst ja irgendwo auch sagen, was willst du denn eigentlich angezeigt bekommen? Weil dann gehen wir jetzt weiter, weil ich im Menüeintrag die Möglichkeit habe, neben Beiträgen noch Kontakte zu wählen, muss ich ja nachher in der Komponente sagen, das dürfen nicht nur Beiträge sein, das müssen Kontakte sein, das müssen Newsfeeds sein, weil... Wenn ich die Variable einmal reingebe in die Komponente, dann muss die auch alles abdecken, weil sonst ist es nicht durchdacht. Also ich kann nicht jetzt einfach, ich sage einfach mal sagen, okay, ich mache das jetzt, weil da unten die 3 angezeigt werden, dann muss ich es wirklich komplett durchdenken, weil dann muss ich mir das Menü angucken und gucken, dann muss ich es für alle programmieren. Prinzipiell sage ich einfach, okay, das ist kein Thema, kann man einstellen, nehme ich mir auf jeden Fall mal mit. Könnte man nicht als Idee sagen, im Menüpunkt mache ich halt einfach noch ein zusätzliches Feld, wo ich eine Multiselektion von einzelnen Beiträgen einfügen kann und sagen kann, das sind die ersten Beiträge, die angezeigt werden, bis eine Auswahl getroffen wird zum Beispiel. Oder im Backend irgendeine Standard-Vorab-Auswahl, die damit eingeblendet wird, die man treffen kann. Ja, das wäre halt jetzt mit dem Menüpunkt am einfachsten zu lösen, weil halt der Menüpunkt die Komponente aufruft und da kann ich dann die einzelnen Beiträge halt aus meiner Liste auswählen und dann sind die halt die ersten, die angezeigt werden, bis ich eine Auswahl treffe. Aber selbst Joomla hat es, ich sage, nicht geschafft, aber selbst in Joomla kannst du nicht einen Menüeintrag anlegen und sagen, den Beitrag und den Beitrag und den Beitrag. Du kannst im Endeffekt bei Einzelbeiträgen kannst du sagen, okay, du wählst einen Einzelbeitrag oder du machst einen Kategorieblock, machst dann eine Kategorie und holst dann vielleicht noch einen Tag dazu. Aber du hast ja zum Beispiel selbst in Joomla noch nicht die Möglichkeit, sage ich jetzt mal 5, 6, 7 Beiträge, wenn die nicht einer gleichen Kategorie zugeordnet wären, weil das muss der Beitrag in dem Fall ja eigentlich gar nicht. Also selbst die Core-Komponente gibt es noch nicht, ne? Nee. Ja. Hier habe ich eine Filterung aus verschiedenen Beiträgen und Konstellationen, die mir durchaus die Möglichkeit bieten, auch zu sagen, ich kann mal als Vorauswahl im Prinzip... Damit es einfach nicht so nackig ist. Ne? Wir haben es weggelassen, weil wir gesagt haben, okay, im Endeffekt, wenn man auf Produktfinder, haben wir es dann bei unserem Kunden genannt, im Endeffekt oben in der Menüleiste, wenn der auf den Produktfinder geht, haben wir natürlich klein gedacht, okay, der will jetzt keine irgendwelche, sag ich mal, Komponenten oder Produkte eingeblendet haben, die ja vielleicht noch A nicht kennt und B irritiert ihn ja auch. Er soll ja eigentlich nach den Spezifikationen filtern und nicht einfach irgendwas angezeigt bekommen. Wir hatten zum Beispiel Verankerungssysteme, die hatten ungefähr 56 Verankerungssysteme. Und wenn er natürlich dann 3, 4 angezeigt bekommt und ich sage jetzt einfach mal, in diesen Verankerungssystemen Spezifikationen drin sind, die der Kunde oder ich sage mal der User in dem Moment nicht braucht. Das Ziel war halt einfach, wir wollten einen Produktfinder dahinter legen und derjenige, der da draufklickt, versteht, was er da tut und muss nicht extra nochmal Produkte anzeigen, die oben drüber. Aber für die Usability bestimmt gut. Ja. Und wenn wir das Thema mit den PCs hier mal spinnen, dann könnte ich doch als allererstes mal meine Top-Modelle vorstellen und dann kannst du dir ja trotzdem deinen eigenen zusammenstellen. Richtig. Und dann sage ich immer, es ist halt kein Shop-System. Die kannst du auch vorher als Module einfach unten anhängen. Das ist die einfachste Variante momentan. Tut eigentlich nicht weh. Aber es sind trotzdem eine nette, also ich finde es super, Anregungen bitte immer gerne senden, außer über WhatsApp und sonntags, aber ansonsten... Nein, aber das ist ja genau das, was ich an der Stelle... Aber nee, finde ich gut. Also bitte nicht falsch verstehen, deswegen finde ich immer dieses Noch-Fragen sehr interessant und schön, weil es eine rege Diskussion ist, wie andere Leute es sehen und wie du es siehst und dann mischen sich die Meinungen. Ich finde es super, dass einer sich auch traut und sagt... Klar, definitiv. Auf jeden Fall eine Möglichkeit, die man machen sollte. Das, was ihr jetzt macht, ist im Prinzip das. Ihr habt das vom Kunden gebaut in der Struktur X, die ihr gebraucht habt, habt es ein bisschen erweitert. Guido sagt jetzt, oh, ich fände es auch nicht gut, wenn das und das und das durchgeht. Also es wird immer weiter customized. Optional. Ja,
Und da ist halt die Frage, wie weit bausche ich das Ding nachher auf und wie weit nicht, weil da muss man einfach, ich sage jetzt einfach mal, wenn ich Core benutzen kann und ich kann jetzt Module unten einblenden und das mit meist gelesen oder wie auch immer, dann sage ich für mich erstmal als Entwickler zu der Komponente, benutzt Joomla und nicht mich. Ich sage jetzt, ne, also das ist jetzt erstmal, das ist die Hauptpriorität, die ich immer erstmal sehe in meiner Komponente. Wenn es in Joomla irgendwas gibt, was man dran bauen kann, aber dennoch nehme ich das als Erweiterung definitiv mit und ich gucke mal, wie wir es einbauen. Ja. Ja, genau. Ja. Ist auch eine Idee. Das wäre... Aha. Ja. Hier werden gleich Namen ausgetauscht. Ich sehe das schon. Ja, ich bin mit Astrid schon gut. Perfekt. Ja, genau. Hast du auch ein Modul, wo man die Filter... Haben wir gebaut. Ist aber noch nicht komplett, also das haben wir schon mal eingesetzt gehabt und so, es ist auch eigentlich fertig, aber ich muss da immer noch auf meine Chefin programmiertechnisch immer noch abwarten, dass die Astrid das wirklich freigibt. Wir haben ein Modul, wir haben ein kleines Plugin, das automatisiert nachher bei den Beiträgen auch die Bilder von den Text direkt unter den Bildern anzeigt. Dass du eigentlich quasi, wie man es, ich sage jetzt einfach mal, wie man es aus Baumärkten oder so kennt, wo dann die kleinen Sonderzeichen drunter sind, die werden dann automatisiert eingeblendet. Die beiden Sachen würde ich auch gerne noch dann zur Verfügung stellen, aber das Modul kommt auf jeden Fall. Ja, vielen Dank.